Auch im Rückblick auf die Beiträge der offiziellen und öffentlich finanzierten Landratsseite des Kreises Bergstraße, ja, Rückblick auf schon April 2022, war es doch auffällig, wie nicht nur Christian Engelhardt also das verurteilt hat, da andere Meinungen zu haben. Also ich erinnere nur an das, was dann im Mai folgte mit diesem 100 Meter Abstand zu Aluhutträgern, Verschwörungstheoretikern, die ihm so auf den Zeiger gehen, sondern das war, wie gesagt, auf der Landratsseite schon auffällig, ja, wie viele Leute sich da doch sehr abfällig geäußert hatten.